Hallo liebe Zuschauer, heute zeigen wir euch das Spiel Gott lebt Mann und Pfarr. Family Mix, schwierig zu sagen, bis gleich. Goblitz Mampfer, das haben wir euch schon vorgestellt. Ein richtig tolles Kinderspiel, je nachdem blende ich es auch ein. Oben ein paar Links seht ihr es dann. Und jetzt haben wir das neue Spiel, Goblers Family Mix, so heißt es korrekt. Von Jürgen Hehl, in dem Fall Blue Orange, ab 5 Jahre, 2 bis 5 Spieler und 15 Minuten. Das wollen wir euch natürlich spielerisch zeigen. Und jetzt werden erst einmal die ganzen Goblers werden versteckt. Dann mache ich mal den drauf. Der Elias versteckt auch einen. Na, erst natürlich das. Dann, Moment, ich muss mir das auch merken. Habt ihr euch das gemerkt? Elias. Oh, du bist dran, ja, Alina. Sehr, sehr gut. Mit der Papa. Kannst du das auch merken? Ja. Okay. So, und jetzt habt ihr die ganzen Karten. Und die Karten werden gemischt. Und jetzt die müsst ihr natürlich. Die waren schon gemischt. Ja, die waren schon gemischt. Und jetzt müsst ihr natürlich. Alle wieder um. Ich mische die jetzt auch gleich nochmal. Und jetzt müsst ihr natürlich schnell dazu greifen. Nee, die Mama mischt. Schnell nach der jeweiligen Figur greifen, wo die gesuchte Figur drunter ist. Habt ihr es euch gemerkt? Mhm. Du? Ja. Aber ich hab's mir auch gemerkt. Nicht alles, aber vieles. Und die Mama hat gemischt. Und die deckt jetzt eine Karte auf. Und dann müsst ihr die Hand. Nicht ja, alles. Nein, aber jetzt schauen wir erst einmal, was fehlt. Das heißt, die Silke legt hier in die Mitte und zieht sie jeder. So, was fehlt? Oh! Es wird nachgeguckt, es wird, neu sortiert. Ja, neu sortiert. Das machen wir jetzt mal raus. In dem Fall, ein blödes Beispiel, aber wir haben zufällig gemischt. So, sonst, weil die bleiben nämlich immer so verdeckt. Wer fehlt denn jetzt? Warum? Weil da nicht die Mutter ist. Genau! Ja, warum die Orangene? Weil da gemischt ist. Genau! So, erster Punkt für die Alina, ich glaube 5 Karten, dann hat man gewonnen, wer als erster 5 hat. Wir zeigen euch noch mal ein paar Beispiele. Wer fehlt denn jetzt? Warum? Ihr müsst es mir schon erklären, das ist ja wie Set. Kapiere ich auch nicht. So, da fehlt in dem Fall die blaue Mama. Weil hier haben wir das Baby, hier Teenager und die blaue Mama fehlt. Alina, deine Karte. Same. Elias, das sind wir ja gleich fertig. Ein bisschen schwerer. Oh, oh, oh. Oh, jetzt verfehlt. Nein! Ah, Moment. Sechs fünf, Elias? Hätte ich jetzt auch gesagt, die grüne Mama fehlt, oder? Nee, der Teenager fehlt. Ah, der Teenager fehlt. Hier. Ich hab den. Ah, nee, die Mama fehlt. Warte, die Mama, doch, die Mama hat einen. Der Teenager fehlt. Der orangene Teenager. So, das heißt, das wäre jetzt meine gewesen. Das heißt, ich hatte den orange. Ja, du hast die Mama. Streng genommen müsstest du jetzt eine Karte natürlich abgeben. Jetzt lassen wir das mal so. Wir zeigen euch nochmal ein Beispiel. Also, schon verrückt ein bisschen. Mhm. Und wie gesagt, wenn der Opa kommt, dann wird hier alles neu gemischt. So, wer fehlt? Was? Der fehlt, genau. Wer fehlt? Der blaue Teenager. Blaue Teenager fehlt. Du kannst auf die Zähne gucken. Die Mama hat einen Zahn, der Teenager zwei. Oh, der Baby hat einen Schnulli im Mund. Aber ihr merkt das Prinzip. Trotzdem muss man immer wieder überlegen. Komm, nochmal ein Beispiel. Oh. Ah, Elias. Ja, du hast. Was? Der Elias war vorher dran. Der Elias war vorher dran. Hat zuerst ja, streng nur um eine Karte abgeben. Und das war das ganze Spiel. Das waren ein paar Beispiele. Und jetzt sind wir beim Fazit. Was haltet ihr davon? Wie findet ihr es? Gut. Ich finde es okay. Ich auch okay. Ah, auf einmal. Ich auch. Aha, so viel dazu. Warum okay? Goblet Mampfer finde ich einfach besser. Das ist ein schnelles Reaktionsspiel. Mhm. Spricht natürlich, Alina, drehst du mal in die Kamera, dass man das Cover sieht. Das sieht richtig toll aus. Das spricht einem sofort an, da hat man eigentlich sofort Lust zu spielen. Und da ist die Oma. Die Großtante. Die Großtante. Und die das bringt das Ganze der Großopa. Der Opa, der mischt nochmal alle Figuren. Nein. Großopa. Der Großopa in dem Fall. Das Spiel ist ganz okay, hat mich jetzt aber nicht vom Hocker gehauen. Die Kinder haben es jetzt oft gespielt, aber irgendwie der Spielspaß. Goblet Mampfer ist ein super Spiel, das schaut ihr euch auf jeden Fall an, aber bei dem Spiel ähnlich. Family Mix in dem Fall kam mir der Spaß dann doch etwas zu kurz. Ich glaube, bei diesen Worten können wir es belassen. Ich sage trotzdem Tschüss, macht's gut, bis bald.